Jo, moin moin liebe YouTube-Süchtigen, moin moin liebe Messerfreunde. Ja, ich habe ja mir einen Schleifstab bestellt gehabt von Singer, und zwar den Rubinstab. Ein sehr geiles Teil. Dann habe ich auch ja von Age Pro noch einen Schleifstab, einen Keramikschleifstab, der auch sehr gut sein soll oder auch sehr gut ist. Und diese beiden möchte ich heute mal testen oder beziehungsweise auch vergleichen. Dafür habe ich hier zwei wirklich identische stumpfe Messer. Und wir können mal gucken, die sind wirklich sehr stumpf. Also da ist nichts mit Schneiden. Hier auch nochmal ein klein bisschen. Ist also nicht allzu viel mit Schneiden mehr. Und die werde ich jetzt mal so ein bisschen über den Schleifstab ziehen. Und dann wollen wir mal eben gucken, ob das was bringt. Und Messer sind ungefähr beide gleich scharf. Und dann wollen wir mal gucken, ob es was bringt und wie so ungefähr es funktioniert. So, wollen wir mal gucken. Wir ziehen das jetzt hier ein paar Mal drüber. Man hört also ein deutliches Schleifgeräusch. Der Vorteil bei dem Rubin ist erstmal die Länge. Der ist um einiges länger wie der andere Stab. Und das zweite ist, man hat hier einen guten Fingerschutz. Also wenn man da auch ein bisschen ungeübt ist und wo mal gegenkommt, dann haben die Finger ein wenig Schutz. So, wollen wir mal gucken, was das so gebracht hat oder ob es was gebracht hat. Jo, es schneidet. Also dieser, da hört man ein deutliches Schleifgeräusch. Schärfe, wie ihr gesehen habt, ist wunderbar. Dann nochmal hier. Das Messer ist jetzt wieder wirklich scharf. Ihr habt ja gesehen, vorher hat es kaum geschnitten. Nehmen wir mal das nächste Messer und den Stab von Age Pro. Der ist ein wenig günstiger, hat allerdings auch keinen großartigen Fingerschutz. Ich werde mir da nochmal ein Gummi mit einem Loch drüber ziehen, dass das ein bisschen ein Schutz ist oder ein Stück Plastik oder sowas. Ist dann da doch sicherer. Aber mal gucken, was der macht. Ihr hört es vielleicht. Das Schleifgefühl ist ein ganzes Entfeiner. Also er ist nicht ganz so roh wie der Rubinstab. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es andersrum ist. Aber nach der Benutzung muss ich feststellen, dass dieser hier ein wenig feiner schleift. Was auch, was natürlich zum Vorteil ist, wenn man einigermaßen scharfe Messer hat. Bei diesen stumpfen Dingern hier muss man da natürlich ein wenig länger schleifen. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Ja, auch das Messer ist wieder scharf. Wir können ja mal einen Vergleich machen irgendwie zwischen den Messern. Also
dieses Messer ist das vom Age Pro. Ist scharf. Und dieses Messer ist das vom Rubin. Ist auch scharf. So, was ist jetzt mein Fazit? Schleifen tun sie beide. Wunderbar. Nicht zu grob, nicht zu fein. Also wenn man Telefonbuch damit einigermaßen gut schneiden kann und Toilettenpapier, dann ist es immer ein Zeichen, dass die Schneidphase ziemlich gut ist und nicht allzu rau ist. Und ja, gefallen vom Handling her, vom Fingerschutz und so weiter, tut mir der Rubin ein ganzes Cent besser. Er ist ein wenig gröber wie der von Age Pro. Ich sag mal, die haben beide ihre Daseinsberechtigung. Ich könnte ja zum Beispiel das Messer, was ich mit dem Rubin geschliffen habe, nochmal mit dem Age Pro hinterher schleifen und würde da vielleicht noch ein bisschen mehr Schärfe erreichen. Also die haben beide ihre Daseinsberechtigung. Dieser Schleifstab liegt auch ungefähr preislich, liegen die alle beide ungefähr gleich. Der Vorteil vom Rubin ist die Länge, dass man ihn komplett zerlegen kann. Ansonsten ein gutes Teil. Und der vom Age Pro, der Vorteil ist eben, dass er sehr fein ist, wirklich sehr, sehr fein ist. Und dadurch hat man natürlich auch die Möglichkeit, Messer sehr scharf zu bekommen. Gut, welcher ist nun besser? Ja, das müsst ihr entscheiden. Denn ich finde, keiner ist besser wie der andere. Jeder, wie gesagt, hat seine Daseinsberechtigung. Funktionieren beide sehr gut. Ich tendiere trotzdem ein wenig zu dem Age Pro. Allerdings, der Fingerschutz ist ein bisschen mangelhaft, würde ich sagen, also für geübte Leute. Oder beziehungsweise man muss eben von einem wegschleifen. Bedarf natürlich ein wenig Übung. Aber sonst ist er sehr gut, sehr fein und noch ein Tick feiner wie der Rubin. Aber wie gesagt, beide super Teile. Also Vergleichstest würde ich sagen, beide bestanden, beide Top-Geräte, ihr habt die Ergebnisse ja gesehen und ja, kann ich nur empfehlen, alle beide. Was ihr euch davon besorgt, überlasse ich mal euch. Ich kann euch hier nochmal zeigen, weiß nicht, ob man es so einfangen kann, der Rubin, der hat schon einiges an Schleifspuren drauf, also der schleift ziemlich schnell. Diesen hier, den habe ich schon seit längerem in Benutzung und ja, weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt, der schleift auch, aber ist doch feiner. Also wenn man diese beiden miteinander vergleicht, ist dieser Age Pro ein ganzes Cent feiner, noch wie der Rubin, aber wie gesagt, haben beide ihre Daseinsberechtigung. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Na, vielleicht hat euch das was gebracht. Lasst mir doch einen Kommentar drunter und vergesst das Liken nicht. Bis dann, euer Hans-Dieter. Ciao.